Papa genießt seinen Vatertag. Geschenk. In diesem Sinne, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist bei uns in Österreich Vatertag. Ich weiß, bei den Deutschen unter euch ist Vatertag an irgendeinem bestimmten Feiertag. Aber bei uns ist es heute, also immer circa einen Monat nachdem Muttertag ist. Und ja, wir haben jetzt ein Frühstück vorbereitet für den Papa. Besser gesagt, der Papa hat mitgeholfen. Ja, guck, der Philipp ist nämlich gerade erst aufgewacht. Und wir werden jetzt mal frühstücken. Wann wollt ihr dem Papa die Geschenke geben? Vor oder nach dem Essen? Nach dem Essen. Nach dem Essen. Mit leerem Magen geht nicht. Damit der Papa. Wir können dem Papa natürlich nicht mit leerem Magen beim Weinen zuschauen. So, der Patrick ist auch da. Wir werden jetzt gleich frühstücken. Kleine Marti, schau mal. So, jetzt ist Geschenkezeit. Von wem ist das Geschenk? Das ist von Lisa und mir. Oh. Lass. Lisa kann auch rausnehmen. Und die Lara auch. Na. Oh. Was? Du hast voll Schokolade auf den Zähnen, oder? Warte, Lara, warte. Yeah. Oh mein Gott! Wow! Ist der noch der? Wow! Spoiler-Alarm! Ist es nicht aufgefallen? Nein, ich bin nicht erkannt. Ich dachte, es hätte mich reingefressen. Wow! Aber durftet ihr das zusammen machen, weil ihr Geschwister seid? Oder wie? Ach so. Ja, das hab ich gemacht. Und. Oh, das ist so schön! Und eins, Mama? Das hab ich gemacht. Wow, da steht Lara. Das hat die Luisa gemacht. Wow. Wow. Ja. Papa, gib's dir Luisa. Die Luisa will selber haben. Mama, das steht drauf. Mama, beim Muttertag. Luisa hat Papa gemacht, oder? Beim Muttertag, da hat die als Schritt gesagt, du kannst es irgendwie da hängen oder da. Wow. Da hat er einen Kuss. Bekommen wir einen Kuss auf? Nö. Papa hat Züge gegeben. Achso. Mhm. Lisa, ich aber war ein Kuss. Okay. Ihr müsst Papa sein Lied vorsingen. Ist doch ein Lied? Wir haben kein Lied. Ach, ich kann es singen. Sing das, was du immer gesungen hast. Papa. Ja. Heute muss das einer singen. Ah, ich singe mit, okay? Die Mama singt auch mit. Aha. Aber das andere ist mit dem Kissen. Ja, hi. Sehr. Ja, ich bin einmal schüchtern. Ja. Soll der Papa anfangen? Nein. Aber alle fangen mit. Aber Papa kennt das Lied gar nicht. Das ist das andere. Patrick, Michelle, Mama. Okay, fang an, wie geht das? Und dann fangen wir mit. Sagen wir mit ein. Du bist so toll, oder? Du bist so toll. Nein, schön. Also Entschuldigung. Ha. Du bist so schön. Nee. Du bist so toll, als Papa bist du wundervoll. Alle Leute sollen es wissen, Papa, du bist ja gesund. Ohne dich, da möchte ich gar nicht sein. Papa. Der Vatertag ist so schön, wenn der Papa meint. Der Papa hat sich jetzt gemütlich umgezogen, weil er war vorhin, au, Brot kaufen und ich werde hier in die Zehen gebissen. Wir sind jetzt kurz in den Garten zu unseren anderen Kindern. Was macht ihr? Was esst ihr denn? Danke. Wer hat denn diesen Ding mitgenommen, diesen... Dieses? Lara. Also, schaut mal, die Sophie wird hier meine Welpen gejagt. Ja, was machst du? Lucy! Die Lucy möchte einen am liebsten die ganze Zeit abschlecken. Komm mal, die nimmt Lucy Hobby. Geh mit deinem Gesicht nah ran, damit sie ihr Kuscher geben. Oh, siehst du? So geht das. Schaut euch das an, so geht das die ganze Zeit. Au, das tut weh. Die weiß nicht, denn die Zehen. Jessie?
Das ist ein richtiger Kampfhund schon geworden. Die Jess und die Lucy gönnt sich hier ein bisschen. Du Kuschelmausi. Und schau dir diese Radlern hier. Die will nur hier chillen die ganze Zeit. Ach so, gerne. Mit Kuschelratte. Ach so, frischer Mist, oder? Ja. Nachdem wir den großen Pool weggeschmissen haben, bauen wir einen anderen Pool auf. Es gibt zwei Pools. Ja, und das ist eigentlich ein riesengroßer Pool, gell? Das ist ein Pool zum Pflanzen und ein 30 cm hoch. Tief. Sei kein Hater. 30 cm tief. Also Kinder, ohne Schwimmreifen bitte nicht reingehen. Wenigstens etwas. Ja, Michel, hast du Angst, im Pool reinzugehen? Ja. Ist zu groß für dich? Ja, ich habe Angst, dass ein Hai auf ist. Oh, schau mal, wer sich bei Mama hier gekuschelt hat. Man erkennt ja nicht, weil der Schnauze irgendwo ganz unten ist. Ach so? Ja, hinter dir, warte, ich komme auf der anderen Seite. Aha. Papa, so geht's noch schneller. Nicht anfangen. Mhm. Moika, das ist so schön. Und da unten sind noch zwei. Also die Mama ist sicher in Sicherheit hier. Wo ist sie? Unter mir sind noch zwei? Ja, und da ist auch die Sophie. Okay. Alle beschützen die Mama. Und den kleinen Maus. Philipp. Das ist Kater Filippo. Pipsi Maus. Ja. Hey, du bist wach, junger Mann. So schaut das aus bei uns, wenn alle mithelfen. Wir haben jetzt mega Hunger bekommen, mache jetzt auf die Schnelle eine Bolognese im Thermomix. Die Küche ist rammelvoll, weil jeder irgendwas macht. Die Michelle räumt Geschirrspüler. Was? Ich lüfte nicht mit dem. Also die Michelle räumt gerade Geschirrspüler ein. Was machst du? Ich wollte verletzen. Oder verletzt sich im Fall an der Salatschleuder. Papa backt gerade einen Kuchen, einen Kirschkuchen. Der Papi hilft mir gerade bei der Bolognese, er schält für mich Karotten. Warte, ich brauche da noch eine Zwiebel, okay? So schaut das Ganze jetzt aus und jetzt brauche ich den Deckel. So, meine Lieben, ich habe mir den Patrick als Assistent geholt, denn die Kirsche zu entkernen ist gar keine leichte Aufgabe. Und der Patrick mit seinen Muckis haut alle Kerne raus, er boxt die Kerne raus. Und hast du deine Krone schon gefällt? Ja, und ich habe mir meine Vatertag-Krone verdient, ist in blau, passt zu meinen Augenfarben. Und ja, ich muss den Kuchen machen, weil ja, Vatertag vergeht schnell und Kuchen muss man auch noch essen. Ich hoffe, dass ich den passenden Aufsatz genommen habe. Ah, okay. Wird man dann sehen. So, es kommt zuerst die Butter rein. Butter rein. Dann kommt der Zucchero. Und jetzt muss man dann Mixero. Mixen. Ist ja angesteckt. Ups, er läuft nicht, weil er nicht angesteckt ist. Jetzt geht's los! Die Waffe wird geschnitten. Kleine Maus, große Maus,
Mamarate. Ich hab Mamarate. Ist im Backofen und wir schauen in der Zwischenzeit, was die Mama da macht. Alle Bolognese reingeschüttet in den Topf mit den Nudeln und Verrilles. Bevor wir jetzt wieder alles aufessen, so schaut unsere Spaghetti Bolognese aus. Natürlich jetzt nicht Instagram perfekt zum Fotografieren, aber trotzdem super lecker. Und wir werden das jetzt essen. Mein Kuchen ist fertig! Lalalala. Bin gespannt, wie das schmeckt. So, meine Lieben, wir haben den Kuchen schon gegessen. Wir waren bis jetzt im Garten, aber jetzt sind wir schon im Haus wieder rein, weil da draußen mega kalt ist. Und wir haben die Kinder in der Wanne reingeschmissen. Also zwei. Und hier ist noch ein Schrank. Ja. Das ist ein kleiner Kopf dort. So, meine Lieben, wie ihr seht, sind die Mädels schon, oder die kleinen Mädels, schon gebadet und geduscht, weil die Michelle kann ja mittlerweile schon alleine baden und duschen und Haare trocknen und so weiter. Und bevor wir jetzt noch was zu Abend essen, werden wir noch ein kleines Spiel spielen, ein Brettspiel. Das machen wir jetzt in letzter Zeit sehr oft und ich wollte euch da die neuen Spiele zeigen, die wir von Amigo haben. Wir haben da nämlich richtig, richtig tolle Brettspiele. Hier einmal 6 nimmt, so heißt es. Das ist ab 8 Jahre. Das ist ein richtig tolles Familienspiel. Das können wir aber eher mit den großen Kindern spielen. Dann haben wir... Das ist auch für 8. Genau, das ist auch für 8, hat die Lara gut gelesen. Das heißt Verflixt, auch von der Marke Amigo. Auch 8. Auch für 8 Lama Dice. Warte. So, schaut mal, wie cool. Dann haben wir süße Strolche. Das ist auch richtig toll für die kleinen Mädels. Warte, ich kann so. Das ist auch ab 4. Also das können wir auf jeden Fall auch mit den Mädels spielen, mit den das kleinen. Das ist für Michelle. Das ist für Michelle und Patrick eher. Das ist Wizard, das ist ab 10 Jahren. Dann haben wir auch das. Genau, Honigbienchen, das ist Luisas und Laras Lieblingsspiel. Dann Plumpsack haben wir auch. Klack Family und diese ganzen Spiele gibt es bei Amigo. Dieses ganze Paket, was ich euch gerade hier gezeigt habe, das verlosen wir auch auf Instagram. Also schaut unbedingt bei Miss Diana Diamanta vorbei. Dort wird es ein Posting geben und dort verlosen wir diese ganzen Spiele einmal für euch, falls ihr eventuell auch Interesse habt. Aber jetzt spielen wir mal Honigbienchen. Das ist wie gesagt Laras und Luisas Lieblingsspiel. Das geht super einfach und das macht wirklich Spaß. Zeig ich mal das kurz. Also Honigbienchen sind das schon. Baby Alpha. Baby einfach. Luis aber nicht. Da gibt es so Bienenstöcke. Stöcke. Da kommt unter jedem Bienenstock so ein Bienchen. Das Coole ist, ihr könnt euch bei dem YouTube-Kanal von Amigo die Spielanleitungen anschauen. Das heißt, da gibt es Videos zu den Spielen. Ich werde euch unten den Kanal verlinken. Schaut einfach mal vorbei. Das heißt, ihr müsst gar nicht lästig Spielanleitungen lesen, sondern ihr könnt euch auch die YouTube-Videos dazu anschauen. Das ist einfach voll cool. Voll einfach nämlich. Genau, da können auch die Kinder mitschauen und vielleicht das einfacher verstehen. Alles genau. Schon hast du schon alle? So, jetzt kommen die so. Jetzt ist die vermischt. Wir waren auch im Kindergarten. Genau. Ja, da ist auch im Kindergarten. Ja, das war. Ist das das Spiel? Das ist das Makro. Das muss jetzt auseinandergezogen werden. Die Karten kommen da rein. Gemischt. Genau. Hast du gemischt? Ja, die waren jetzt. Gemischt, Lara? Hat die Mama gemischt oder nicht? Das kann ich mischen. Ah, die Mama gemischt. Also gut beobachtet. So, Michelle, spielst du auch mit, oder? Ja. Luisa, du darfst anfangen, weil du bist die Kleinste. Eine Karte ziehen, ja? Kann ich anfangen. Immer nach dem Alter, okay? Die rote Biene. Schau mal, wo eine rote Biene sein kann. Das da? Probier mal. Ja! Wow! Rosa! Wer hat Rosa? Niemand.
Du musst doch hinschauen, wenn andere abdecken, damit du merkst, wo die Biene ist. Lila. Lila, ich hätte gedacht, das ist die. Das ist Lila. Lila ist Lila, Papa. Entschuldigung. Wer ist jetzt? Michelle. Ich bin dran. Michelle, Lila, mein Ring. Ja, ich gebe dir. Gut. Lara hat die Geld, Papa. Die Lara hat die Geld. Hab sie da. Nein, Lara. Ich hab sie da. Papa, glaub mir. Nein. Lara. Ah, na, dürfen wir es nicht. Papa, nein. Ich darfst du mich verraten, Lara. Lara, das darfst du nicht verraten. Nein, Lara. Aber wenn du dich veräppeln lässt, bist du selber nein. Warum kriege ich immer den Bären? Weil du nicht ständig schummelst. Grün. Ich schummle gar nicht. Das ist mein Mädchen. Lila, Camila. Ich glaube, du hast Lila, oder? Nein. Mama hat... Nein. Ich. Die Lara hat doch Lila genommen. Ah. Welche Farbe die Lara gehabt hat? Lila hat die Lara. Wow, Lila Camila. Lila Camila. Brei Hund! Ja, Lila Camila. Ja, jetzt nehme ich das. Unsere Karte, du darfst deine Karte ablegen. Umdrehen. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for her. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while. But it's your style, so something must be up keeping you down. You a queen that must be heaven sent. Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Actions speak louder than words, and that's a lesson that I learned all by myself. Let her know, I gotta let her know. That she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know. So, meine Lieben, jetzt wird es Zeit, dass die Kleinen ins Bett gehen und werden jetzt auch vom Vlog verabschieden. Nicht vergessen, schaut unbedingt bei Amigo vorbei und auch bei Instagram, um beim Gewinnspiel mitzumachen. Ich habe gerne gespielt. Wir haben schön gespielt. Das war für mich mega lustig. Ich glaube, Honigbienchen wurde jetzt durch solche Strolche ersetzt. Das war jetzt mega lustig. Auf jeden Fall hat sich der Papa mega reingehängt. Honigbienchen habe ich geschafft. Honigbienchen hast du geschafft. Ihr habt jetzt heute gewonnen, hä? Ich hab... Papa, ich habe heute zweimal gewonnen. Sehr gut. So, wir sagen jetzt Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.